Oksana Schusovitina, die Grande Dame im Frauenteam der deutschen Turnerin, möchte ihre aktive Karriere im Nationalteam von Usbekistan beenden. Über die Hintergründe und die aktuelle Situation informierten Bundestrainerin Ulla Koch und die sechsfache Olympiateilnehmerin die Öffentlichkeit am Olympiastützpunkt in Bergisch Gladbach. Ja, Oksana, das ist nun kein Geheimnis mehr, hat in den letzten Jahren für den DTB geturnt, für die deutsche Nationalmannschaft, und turnt jetzt wieder für die Mannschaft von Usbekistan, also für ihr Land. Wird ein bisschen spekuliert, warum das so ist. Das werden wir heute klären, was die Hintergründe sind. Aber zuerst möchte ich der Bundestrainerin Gelegenheit geben, für die sie ja trainiert hat die letzten Jahre, sehr erfolgreich. Der erste Einsatz war, glaube ich, 2006 in Aarhus. Und dann kam 2007 die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking. Und von da aus ging es ja auch weiter. Jetzt ist sie nicht mehr im Team. Als erstes möchte ich mal bedanken, dass so viele gekommen sind. Bei dem Wetter haben wir doch noch eine ganze Menge geschafft. Ja, also Oksana kennen wir ja schon ganz lange. Sie hat ja, oder ich kenne sie schon viel, viel länger als 2006, weil sie hat ihre ersten Einsätze hier im Rheinland in der Bundesliga geturnt. Und als dann die Anfrage 2005, 2006 kam, ob sie die Staatsbürgerschaft, die Deutsche, haben könnte, nicht aufgrund erst vorrangig, um für Deutschland zu turnen, sondern weil sie Dank sagen wollte dem deutschen System, vor allen Dingen dem Kölner System, um Peter Brüggemann, das auch sehr geholfen hat, ihren Sohn Alisha wieder gesund zu machen. Und Oksana sagt, sie hat so viel Gastfreundschaftlichkeit und so viel Zuwendung aus Deutschland bekommen, sie will Deutschland was zurückgeben und gerne die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die Einbürgerung ging ja auch dann relativ problemlos, weil sie nicht aus finanziellen, wirtschaftlichen oder politischen Gründen den Pass beantragt hat, sondern weil sie vorher viele Jahre hier war, auch schon ihren Lebensmittelpunkt hier hatte. Und da waren wir natürlich als Nationalmannschaft froh, als sie zwei Tage vor dem Weltmeisterschaftsbeginn in Aarhus den Pass bekommen hat. Die FIG hatte dann auch ganz kurzfristig zugesagt. Und wir sind wirklich dankbar, dass die Oksana diesen Schritt gemacht hat, weil sie hat uns spätestens mit ihrer Silbermedaille in Peking den Weg geöffnet für den nächsten Olympischen Zyklus, nämlich die Vorbereitung für London, weil die Medaillen, die Oksana gewonnen hat, haben natürlich uns in der Summe bei unseren Zielvereinbarungsgesprächen mit dem DOSB geholfen, weitere Mittel zu beantragen. Wir konnten Trainingslager in den USA machen, wir haben viel mehr Trainingslager machen können in Deutschland, wir konnten unsere Wettkampftätigkeit international erhöhen. Das war wirklich Oksana zu verdanken. Und was sie natürlich auch geschafft hat, dass die deutschen Turnerinnen nicht nur durch Oksana motiviert, auch zum Beispiel durch Fabian Hambüchen und durch die Leistung der Männer, dass wir gesagt haben, Mensch, es muss auch möglich sein, in Deutschland Talente aufzubauen. Und mit Hilfe der Erfolge von Oksana haben wir auch die anderen motivieren können, an diese internationalen Leistungen rankratzen zu wollen, und mit dem Erfolg, dass wir halt in London nicht nur Oksana in einem olympischen Finale hatten, sondern insgesamt drei Turnerinnen und die ganze Nationalmannschaft viel breiter aufgestellt haben. Also mit Elisabeth Seitz, mit Janine Berger, mit Ingui, Anja Brinker, ja hier aus dem Rheinischen Turnerbund, die hat 2009 ihre letzte Medaille gewonnen, sind viele Turnerinnen auf den Zug aufgesprungen. Und Oksana hat da einen maßgeblichen Anteil dran, weil wir natürlich auch viel mehr Mittel hatten, aufgrund ihrer Medaillen, um die Nachwuchsarbeit in Deutschland zu fördern. Und als wir dann in London waren und Oksana mit ihrem Sprungfinale fertig war, ich muss sagen, sie war zu dem Zeitpunkt sehr müde und sehr erschöpft, was ich verstehen kann, weil 6 Olympische Spiele zu turnen ist gigantisch. Und da hat sie schon gebeten in London, ob sie sich verabschieden könnte von der deutschen Nationalmannschaft, weil es für sie wahrscheinlich in Zukunft schwer wird aufgrund ihres Alters und vielleicht auch aufgrund ihrer Gesundheit und aufgrund ihrer Entwicklung, sich nochmal für eine deutsche Mannschaft zu qualifizieren. Das habe ich dann auch so angenommen, aber dann fiel ich aus allen Wolken, als sie sagte, na, ich höre nun doch nicht auf. Und dann haben wir sie ja nochmal für den DTB-Pokal gemeldet, da war sie leider krank, und dann ist sie aber nochmal für uns nach Tokio gefahren. Und dann kam natürlich ihr Wunsch dann,
ich habe keine Chance mehr in der deutschen Mannschaft, also ich erzähle jetzt so, wie wir uns besprochen haben, keine Chance mehr, ich würde aber gerne meinem Ursprungsland nochmal was zurückgeben und ich denke, das erzählt jetzt am besten die Oksana. So, Olympische Spiele in London, ich war müde, so ein bisschen traurig, aber schon vorbei. Und dann, ich habe mit meiner Kollegin aus Usbekistan, so hat mich gebeten, geht oder geht nicht für Usbekistan ein bisschen machen, weil in Usbekistan möchte auch einen Wettkampf machen von meinem Namen. Dann weiter diese, wie heißt so, dann geht Turner ein bisschen nach oben so. Auch schon. Ja. Dann ich habe überlegt, ich habe gesagt, ja, ich kann probieren, aber erst ich muss sprechen mit Frau Koch und dann Herr William. Ich habe gesprochen, habe gesagt, wir haben kein Problem, du kannst machen. Und dann zweite, weil diese meine so Land, wo ich habe geboren, und dann ich möchte gerne meine Karriere zum Ende machen in Usbekistan. Aber ohne Deutschland, ich denke, ich kann früher schon beendet meine Karriere, weil ich habe kranken Sohn. Und dann Deutschland hat mir so viel geholfen, hat alles gemacht für mein Leben. Weil ich denke, für Mutter erste Stelle steht Family und Kinder. Dann ich möchte sagen, von allem vielen, vielen Dank. Und diese, ich kann sagen, diese Deutschland, meine zweite Heimat. Und Alisher denkt, er hat geboren in Deutschland. So, und dann er lebt, er geht in Schule in Deutschland. So. Ich möchte nur probieren, ein bisschen weitermachen für Usbekistan. Aber ich weiß nicht, wie lange. Ja, vielleicht ganz lange, vielleicht ganz kurz. Weil jetzt für mich diese nicht erste Stelle, so Medaillen holen oder etwas, weil ich habe alle Ziele gehabt schon. Ja, vielleicht 7. Olympische Spiele, noch ein neues Ziel, aber ich weiß sie nicht noch. Und dann, ich möchte noch sagen, vielen Dank für RTB, DTB und dann Turteam Toyota Köln und meine Hauptsponsor Lanxess. Ich habe seit 2006 für mich Geld gegeben. Diese meine Hauptsponsor und hast die ganze Zeit mir geholfen. Da. Jetzt hast alles geklappt und ich möchte nur sagen, vielen, vielen Dank, Frau Koch. Jetzt meine so, vielleicht Traum schon geht so. Ich möchte meine Karriere zum Ende machen in Usbekistan. Ja, wir als Rheinischer Turnerbund sind natürlich dankbar, dass wir Oksana 6 Jahre hier vor Ort betreuen durften, begleiten durften. Die Entscheidung, die Oksana getroffen hat, die haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und auch akzeptiert. Ist für uns auch nachvollziehbar. Wir freuen uns weiterhin, mit ihr hier vor Ort zusammenarbeiten zu können. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt hier in Berchtesgladbach. Ihr Sohn ist größtenteils hier. Sie selber lebt fast ausschließlich hier und trainiert natürlich auch hier. Was für unseren Stützpunkt auch sehr positiv ist, weil von Oksana können unsere Nachwuchsturnerinnen immer noch was lernen. Und insofern freue ich mich auf die nächsten Jahre Zusammenarbeit mit Oksana hier vor Ort. Ich auch eine Frage an den Herrn Koll. Welche Rolle spielt Oksana in der Mannschaft? Welchen Stellenwert hat sie dort für die Nachwuchsturnerin? Ja, Oksana turnt ja weiterhin für den Turnverein Herkenrath und bleibt uns auch als aktive Turnerin dann im Wettkampfsport erhalten. Sie turnt in der 3. Bundesliga und hat natürlich eine riesen Vorbildfunktion, so wie ich das letztes Jahr beobachten konnte, für die jungen Turnerinnen. Da kann aber vielleicht Herr Tillmann vom Turnverein Herkenrath was zu sagen. Ja, danke Thomas. Also ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Also ich habe Oksana
immer als vorbildliche Sportlerin empfunden und noch wahrgenommen, die halt wirklich diesen Part der Anbindung gerade der jungen Turnerin aus unserem Verein vorbildlich leistet. Wir müssen jetzt natürlich mal, oder ich muss runterbrechen, von Rio über den Rheinischen Turnerbund zum TV Erkenrath. Wir sind natürlich sehr froh darüber, dass Roxana auch zukünftig für uns an den Start geht. Und wir hoffen noch auf das ein oder andere gemeinsame Jahr und auch darauf, dass wir damit auch einen Erfolgsgaranten haben. Vielen, vielen Dank. Oh, Roxana, das ist gern geschehen. Ich habe viel geholfen, so alles gemacht. Danke. Danke dir. Danke.